herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, respektive auf meinem und dem Biggie-Sim-Kanal. Er snickt sich immer gerne rein. Ja, ich glaube, uns geht es allen gleich. Ich habe gemeint, vor ein paar Wochen, der Sommer ist da, schönes Wetter, es wird heiß, man kann viel draußen sein. Aber dem ist nicht so, zumindest hier in Luzern, in der Schweiz nicht. Das Wetter ist momentan eine absolute Katastrophe. Und uns bleibt fast nichts anderes übrig. Wir sind gezwungen zu wunderschönen, gemütlichen, kuscheligen Netflix-Tag. In diesem Video werde ich euch meine Empfehlungen geben zu meinen absoluten Favorites auf Netflix. Fangen wir gerade mal an mit einer Serie, die bestimmt schon einige kennen, und zwar ist das Prison Break. Und ich muss gestehen, ich habe von Prison Break jede Serie zweimal gesehen, eine auf Deutsch und eine auf Englisch, und ich liebe sie. Also wenn es tatsächlich noch einen Zuschauer draußen gibt, der Prison Break noch nicht gesehen hat, ziehen sie euch rein, man kann nicht mehr aufhören. Also Prison Break ist mir so gegangen, ich habe wirklich immer noch einmal eine Folge starten und noch mal eine und ach, und noch mal eine. Man kann nicht mehr hören, also absolut der Hammer. Nächste Empfehlung von mir, Stranger Things, gibt es zwei Staffeln und auch die zwei Staffeln, beide absolute Hammer. Ich habe mir die erste Staffel alle am Stück reingezogen, also ich habe sie ganz komplett durchgeschaut. Auch die hat absolut Suchtpotenzial und ich finde es extrem packend, extrem spannend. Hat auch, wie der Name schon sagt, Stranger Things, so leicht etwas Horrormäßiges, kann man es so bezeichnen. Also auf jeden Fall, ich habe ein paar Sachen schnell so schauen, weil es wirklich schon recht scary ist. Also auf jeden Fall extrem packend, ziehen sie sich rein. Nächste Empfehlung von mir ist etwas, was ich gesehen habe, was auf Netflix kam. Ich dachte, ja, ja, wahrscheinlich nicht so der Hammer. Aber ich kann mir dann noch sagen, dass es absolut sehenswert ist. Und das kann ich jetzt wirklich auch nur euch sagen. Und zwar ist das The End of the Fucking World, der absolute Wahnsinn. Habe ich auch irgendwie alles in einem Schnauz durchgeschaut. Und kurz, ich wollte euch jetzt nicht gerade spoilern, worum das es geht. Es sind zwei Teenies, ein Bub und ein Mädchen. Sie ist neu zugezogen, hat es nicht so wahnsinnig gut in ihrer Familie. Und der Bub hat irgendwie leicht so einen Flick ab. Er hat als kleinerer Bub immer schon Tiere umgebracht und hat so irgendwie etwas in sich inne. Er möchte unbedingt mal einen Menschen umbringen. Der Plan ist dann eigentlich, dass er plant, sie umzubringen, aber wie es dann nachher rauskommt, wer er nachher wirklich umbringt und wer nicht, das seht ihr in dieser Serie. Also ich finde es absolut spannend. Ich habe noch ganz viele weitere Empfehlungen für euch, ich komme gerade dazu. Ich möchte hier gerade kurz einen passenden Tipp einbauen, nämlich damit das Ganze funktioniert, braucht es natürlich ein gutes Internet. Und da habe ich jetzt neu in meiner neuen Wohnung eins zugetan, das ich absolut empfehlen kann. Und zwar ist das meine Naked Internet Box von Yallo. Und zwar kann ich die kabellos benutzen. Also so als mega cooles Würfeldesign. Ich finde, sie sieht super stylisch aus. Ich kann mit dieser Box hergehen, wo immer ich will. Ich habe in der ganzen Schweiz unlimitiertes Internet. Also heisst, ich kann mit meinem Laptop, mit meinem Homeoffice schnell die Body über die Box mitnehmen. Und ich bin online. Und es ist extrem preiswert. Ich zahle 39 Franken im Monat, inklusive Box. Ich finde es super cool, wenn jemand von euch noch auf der Suche ist nach einem super schnellen und günstigen und coolen Internet. Das wäre meine Empfehlung. Ich verlinke euch noch mehr dazu unter dem Video in der Infobox. Jetzt aber zurück zu meinen Netflix-Tipps. Black Mirror. Wer Black Mirror noch nicht gesehen hat, unbedingt schauen. Absoluter Hammer. Das sind verschiedene Folgen in einer Serie in und sie hängen nicht zusammen. Also du kannst es eigentlich wieder durcheinander schauen. Oder wenn ihr das zweite schaut und jemand schaut mal nicht mit, hast du eigentlich nichts verpasst sozusagen, weil du verlierst den Faden nicht, weil es hat jede Folge eine neue Handlung. Ich finde es mega cool. Eine Folge, die mir zum Beispiel extrem eingefahren ist, ist eine Folge, die so ein bisschen auf die Zukunft anspielt, wie das echt dann sein wird mit Social Media. Ihr wisst ja, wie es heutzutage ist. Durch Instagram scrollen, like, weiter scrollen, like. Und dort zeigt es eigentlich so, dass es vermutlich irgendwann so ist, dass man sich auf der Straße nicht mehr grüßt, sondern nur noch bewertet. 5 Sterne, 3 Sterne und so weiter und so fort. Und dann gibt es verschiedene Clubs, verschiedene Jobangebote, verschiedene Immobilien, also Wohnungen, Häuser, wo man sich dafür bewerben kann.
Und die bekommt man dann eigentlich nur, über, wenn man eine gewisse Anzahl Sterne hat oder kommt nur an einen Job, wenn man so und so viele Likes hat. Es gibt sozusagen im Supermarkt an der Kasse eine Fastline für die, die mehr Followers haben und so ein bisschen diesen Style. Also ja, so, es regt recht zum Nachdenken an und also ist die andere Folge mega cool. Aber auch dort ab und zu ein bisschen scary, also ab und zu habe ich alles so geschaut. Letzte Lieblingsserie von mir auf Netflix, Fargo. Dort geht es um einen Serienmord. Und ich merke gerade, alle meine Lieblingsserien haben so ein bisschen mit Mord zu tun, mit so ein bisschen Horror zu tun. Also Fargo, wer es noch nicht gesehen hat, es geht um einen Serienkiller, spielt es in Mittelamerika, wo sowieso vieles ein bisschen crazier ist als sonst. Zieht euch Fargo rein, Empfehlung von mir. So, und zum Abschluss. Gehen wir jetzt noch kurz weg von der Serie und kommen zu den Dokumentationen. Ich liebe Dokus. Ich finde es mega cool, wenn man sich ab und zu einmal einen wissensbereichernden Doku reinzieht, anstatt einfach nur immer so ein bisschen Nonsens zu schauen. Aber beides muss seinen Platz haben, auf jeden Fall. Für die Fall, das Thema, das mich halt stark interessiert, vegane Ernährung, Gesundheit, Umwelt, Tierwohl und darum jetzt hier noch ein paar Empfehlungen von mir zu Filmen zu diesem Thema. Das ist zum einen mal What the Health, Forks over Knives und Cowspiracy. Ja, ich hoffe, ich habe euch einige gute Tipps geben können, dass ihr die Schlechtwettertage, die jetzt auf uns zukommen, gut könnt überstehen könnt. Und außerdem hoffe ich auch, dass ihr ein gutes Internet habt. Weil gerade wenn man einen Film, einen Doku sich reinziehen möchte, es gibt nichts Nervigeres als ein langsames, schlechtes Internet. Darum, macht wie ich, geht zu Yallo, dann habt ihr auf jeden Fall kein Problem mehr. Biggie! Oh, du bist so etwas von süß, das ist unglaublich. Du bist einfach ein Baby. Hast du dich mal angeschaut überhaupt? Hast du dich mal angeschaut? Hast du mal geschaut, wie süß du bist?